Servus Pyros und willkommen in diesem neuen Video. Wir verballern heute eine richtig fette Restekiste. Das sind natürlich nicht alle meine Reste. Falls ihr meine Reste noch nicht gesehen habt, dann schaut euch die auf alle Fälle an, was ich so noch habe. Aber hier, ihr seht schon, das sind eher so einzelne Sachen. Wenn es da eine Packung irgendwo gab, egal ob Funkeböller, irgendwelche Reiber oder andere Böllerchen, und da waren noch zwei, drei Stück drinnen oder ein, dann habe ich die einfach hier zusammengeworfen. Genau, also hier verschiedenstes Zeug, auch Pants, Honey Badger, Funke D-Böller sind da drinnen. Funke Superböller 1 sogar, Katzenböller, bisschen Cut 1, verschiedenste Reibkopfknaller, sogar hier solche Vögel sind da drinnen, Bombenrohre, Storm, Katzenböller, Mini-Raketen, Kubis, ältere Kubis hier. Schaut mal. Ich freue mich richtig drauf, das zu verballern. Und wir machen die ganze Kiste, wahrscheinlich aber auf zwei oder drei Videos aufgeteilt, denn das würde sonst den Rahmen sprengen. Und ich wünsche euch jetzt dabei ganz, ganz viel Spaß und wir starten direkt mal rein. So, dann geht's jetzt los mit der Restekiste. Premium Restekiste, Jungs. Na, starten wir mal mit den Reibern, hätte ich gesagt. Ja, mit den Reibern. Pyro Factory Reiber. Schauen wir, den werden wir nicht treffen, oder? Pyro Factory Reiber. Na, fuck. Boah, der war stark. Boah, der war ja passt. So, dann habe ich jetzt hier die Big Bang von Pyrotrade. Kosten 2 Euro. Ah, treff mich nicht. Da brennt schon was. Okay, einen noch. Was war das nochmal? Da hat noch keiner drauf. Schlecht. Der ist verpufft. So, dann. Sollen wir die eine haben? Genau, machen wir XB3 von Explode. XB3 Explode. Ordentlich. So, dann hätten wir hier mal. Ja, okay, ja. Das sind jetzt hier diese Volt. 3-1 oder 3-2, glaube ich, sind diese. Zwei Schlag, welche P1 Reiber. Volt 3-2. 3-2. Big, danke, Mo. Triplex. Ich ja, dann noch. So, dann nehmen wir uns mal an hier mal Katan D-Böller. Machen wir mal zwei Stück. Ordentlich. Nicht schlecht. Was ist das für ein Video noch? Ich weiß nicht. Irgendwann gibt es Platz dafür. So, machen wir nochmal hier ein paar Reiber einfach durchgemischt. Nehmen wir uns nochmal die raus. Das sind hier welche von Pyro Austria, das sind die schwarzen. Dann haben wir hier nochmal Pinto, das ist der grüne jetzt hier. Nochmal solche Volt-Reiber. Nehmen wir uns einfach diese Reiber raus. Diverses Zeug. Diverse Reiber einfach wieder. Brennt schon davon. Brennt schon die gute Wiese. Ich glaube, das sollte man löschen, oder? So, jetzt habe ich hier nochmal Pinto.
Spannend. Der Reiber divers. Der war stark. So, dann schauen wir mal weiter. Nehmen wir hier mal gute alte Pyrocracker. Und dann gleich hier vielleicht noch ein Weko A-Böller hinterher. Das ist ein Big Bang Weko B-Böller. B-Böller. Zuerst den Weko B-Böller. Nicht schlecht. Stark. Zwei Pyrocracker. Und ein A-Böller noch von Beko. Den machen wir gleich. Machen wir mit dem zuerst. Schissin-Cracker von. Das ist von. Keine Ahnung. Irgendein belgischer Hersteller. BVD müsste das sein. Perfekt, danke Mo. Da haben wir einen in der Luft. Boah, boah, richtig stark. Ich schieb es mal ein bisschen höher, schau mal. Hell, aber sehr, sehr laut. Nehmen wir mal hier zum. Diese Fire-Events sind die jetzt hier. Die Moon Traveler? Der ja. Mit Knall. Genau, ja. Moon Traveler mit Knall. Machen eigentlich auch immer wieder sehr viel Spaß. Die Teile. Schauen wir mal, ob der geht. Ja, müde. Richtig geil. Ich suche eher in die andere Richtung. Die ist verpufft. So, das sind jetzt hier welche, ich glaube von Pure Factory oder so. Zwei Stück. Okay, doch nicht so schlimm. So, das sind jetzt welche ohne Knall. Die sind normale von Pinto Baby normalerweise. Nächstes haben wir dann hier die Kamikaze. Die machen wir als nächstes. Jetzt mal Pinto. Ja, schwer zu filmen. Dann machen wir die mal hier. Kamikaze. Kamikaze, let's go. Deine verpufft. Zweite war schlecht. Dann machen wir gleich wieder Feuer. Das ist die Fehlcharge, glaube ich. Weil hier ist der Knall wirklich ganz, ganz mies. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch hier Heuler. Und dann beende ich mal den ersten Teil. Machst du da gleich? Ja. Heuler von Funke. Funke Heuler, rot. Lol. Fliegen wollte er nicht. Und zweiten. Nächsten. Pets, das geht besser. Wahnsinn. So, hiermit beende ich mal den ersten Teil. Oder machen wir noch hier die zwei Kubis. Noch im ersten Teil. Das sind Keller. Weko habe ich da. Und einmal Keller. Und einmal Keller. Einmal Weko und einmal Keller. Zuerst den Keller-Kubi. Vielleicht hinstellen, ja. Keller-Kubi. Ja, aufs Auto.
der lauteste Knall von heute. Und Weko. Ja, Weko ein bisschen besser, glaube ich. Nicht schlecht. Gut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im zweiten Teil. Haut rein. Adel.